Goethe-Zertifikat B1. Prüfung Sprechen. Thema: Auswanderung. Auslandaufenthalt. Ja oder nein? Das Thema meiner Präsentation ist Auswanderung. Meine Präsentation besteht aus folgenden Teilen. Zuerst möchte ich Ihnen von meinen persönlichen Erfahrungen erzählen. Danach beschreibe ich die Situation in meinem Heimatland. Dann möchte ich über Vor- und Nachteile sprechen. Zum Schluss sage ich meine Meinung. Jetzt geht es um meine persönlichen Erfahrungen. Ich möchte nur eventuell für das Studium zum Beispiel nach Deutschland verreisen. Danach möchte ich aber schnell zu meinem Heimatland und zu meiner Familie zurück. Jetzt würde ich gerne über die Situation in Armenien sprechen. Viele Leute müssen ihre Heimat verlassen, weil sie sich dort nicht mehr sicher fühlen oder keine Arbeit finden. Die meisten Armenier möchten oft nach Europa auswandern und bleiben dort für eine längere Zeit, weil sie dort eine bessere Arbeit finden. Die meisten Studenten, die nach dem Abschluss des Studiums keine gute Arbeit in ihrem Heimatland finden können, entscheiden sie sich für die Auswanderung. Nun erwähne ich einige Vor- und Nachteile. Vorteil: Das Leben im Ausland. Neue Kontakte, viele neue Freunde finden, können ein besseres Leben haben. Nachteile: Es ist aber natürlich eine sehr schwere Entscheidung, ins Ausland zu verreisen. Man muss doch sein Vaterland und seine Familie für lange Zeit oder sogar für immer verlassen. Manchmal ist es schwer, dass man eigentlich nie in seiner Muttersprache sprechen kann. Sie müssen ein Haus mieten. Am Anfang ist alles sehr fremd. Am meisten vermissen sie ihre Familie und Freunde. Sie müssen neue Sprache, Kultur kennenlernen. Manchmal begegnet man mit Misstrauen, weil die Menschen oft Angst vor dem Unbekannten haben. Man hat Angst vor Zukunft. Das ist meiner Meinung nach ein guter Grund für die Auswanderung. Wenn ich eine Fähigkeit habe, im Ausland zu studieren, werde ich das sehr gerne tun und ich kann durch Auswandern ihr Leben verbessern. Das war meine Präsentation. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.